Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Sie wollten Wasser, doch kriegen Benzinbox von Contra K. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Sie wollten Wasser, doch kriegen Benzin. Das Ganze heute am 24. Mai erschienen. Wir machen mal die Folie ab und sehen uns das Ganze dann im Detail an. So, wir haben hier eine recht große schwarze Box. Die ist auch recht hoch. Wir lesen hier oben in roter Schrift den Albumtitel Sie wollten Wasser, doch kriegen Benzin. Darunter haben wir den Interpreten Contra K und dann haben wir hier einen dreiköpfigen Hund. Erinnert mich ein bisschen an die Mythologie, an Cerberus, den Höllenhund, ich glaube, so hat er geheißen. Der hatte auch drei Köpfe. Und hier sieht es aus, als würde der in einer Pfütze Benzin stehen. Also rein vom Cover, rein von diesem Design her, echt mächtig, gefällt mir richtig gut. Hier ist das Ganze in schwarz gehalten, rundum in schwarz. Und hier links lesen wir noch Contra K. Auf der Rückseite haben wir noch die Credits zum Album und einen Barcode. Gut, dann werden wir das Ganze mal öffnen. Es ist eine Clubbox, geht hier auf. Und hier finden wir dann die zweite Box, die Box in der Box, den Kanister in der Box. Die Box ist von innen weiß und dann kommen wir zu dem Kanister. Der ist ebenfalls sehr groß, aber dann doch etwas kleiner, nachdem er ja in der Box unterzubringen war. So sieht dann dieser Kanister aus, also komplett in so einer glänzenden Metalloptik. Und dann haben wir hier einen Sticker und hier steht auch nochmal geschrieben, Sie wollten Wasser, doch kriegen Benzin Contra K. Und dann haben wir hier noch so ein K, das in Flammen steht. Das Ganze in Rot und Schwarz, wie so ein klassischer Warnhinweis. So hochentzündlich oder so. Dann haben wir rechts Contra K, links nichts. Und oben dann, sehr schön, auch noch einen Henkel, der hier dran gemacht ist. Und hier eine ist die Frage, ob das da gedacht ist, dass man es... Eventuell gehört das so. Ich werde das lieber mal zulassen. Aber rein von der Optik her schon sehr krass. Also wir haben hier passend zum Albumtitel einen Benzinkanister. Das habe ich echt noch nie gesehen. Also Metallboxen gab es ja schon einige im Bereich Deutschrap. Aber dass dann eine Metallbox wirklich so geformt ist, so eine ganz spezielle Form hat, das ist meines Wissens etwas Neues. Dann schauen wir mal hinein. Hier von innen sieht man auch noch, wie schön das Ganze hier geprägt und gestaltet ist. Und dann haben wir hier einmal eine unterschriebene Autogrammkarte. Das Album an sich. Eine Umhängetasche. Und ein Handtuch. So sieht das aus. Also, dass man das jetzt wirklich mit Wasser befüllt oder mit Benzin und dann irgendwie als Kanister verwendet, ja, das kann ich nicht empfehlen, da das Ganze hier dann doch etwas durchlässig ist und eine Klappbox ist und vor allem ist das hier oben auch zugemacht. Also man wird sich dann schwer tun, das Ganze auszuleeren. So, genug zu diesem Kanister. Wir haben hier diverse Sachen in Folie. Und zwar einmal die Umhängetasche und das Handtuch. Okay, gibt es jetzt irgendwie keine vorgesehene Öffnung. Und dann haben wir natürlich auch noch das Album. Dieses ist ebenfalls eingeschweißt. Wenn wir das mal öffnen hier. So. Gut.
Und wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das aus. Wir haben hier ident wie auch schon das Boxcover hier alles in schwarz gehalten, mit diesem dreiköpfigen Hund abgebildet. Oben der Albumtitel plus Interpret. Das Ganze kommt in einem Digipack. Wir haben hier auf der Seite auch nochmal Konter K, Sie wollten Wasser, doch kriegen wir Benzin. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben insgesamt 20 Tracks an der Zahl. Die sind spannenderweise aufgeteilt auf zwei CDs. Es ist das 8. Album von Contra K. Wir haben hier Features von Ja Kalib, Vaisel, Rico, Skepsis, Raf Camora, Gringo, BTNG, Yoshimitsu und AK außer Kontrolle. Also hochwertig besetzte Features. Hier auch nochmal Credits und Barcode. Dann werfen wir mal einen Blick in das Innenleben. Hier haben wir dann einen Arm, das dürfte wohl ja den Tattoos nach der Arm von Contra K sein, der hier eine entzündete Flasche aus einer Flüssigkeit hält. Sieht so aus, als würde er hier irgendwie in Benzin schwimmen. Also brenzlige Angelegenheit hier. Und das Ganze hier ein Molotow-Cocktail. Ist die Frage, was hier passiert, ob er sich damit selbst in Brand steckt oder diesen noch wirft, man weiß es nicht. So sieht das Ganze von innen aus. Wir haben links eine CD, rechts eine CD und mittig dann das Booklet. Schauen wir mal ins Booklet, wenn wir es rausbekommen. Ist gar nicht so einfach. So, also, diese Mitteltasche, diese Stecktasche hier hat auch noch ein Foto. Und zwar haben wir Contra K vor einem brennenden Kreis, also ein Feuerkreis, der hier entzündet ist. Und es dürfte ein Rolls-Royce sein, vor dem er hier steht. Alleine schon, wenn man sich ansieht, wie die Türen hier geöffnet werden. Wenn ich mich nicht täusche, dann ist das ein Phantom. So, dann kommen wir zum Booklet. Was haben wir hier? Okay, also wir haben hier mehr oder weniger eine Danksagung oder eine Widmung zu diesem Werk. Die ist sehr lang. Die werde ich euch an dieser Stelle jetzt ersparen. Wenn ihr möchtet, haltet euch das Video an, lest euch das im Detail durch. Dann haben wir Contra K abgebildet in einem weißen Shirt. Und dann haben wir hier die Tracks mit den Lyrics Wort für Wort abgedruckt. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Also ich bin ein großer Fan davon, wenn man die Lyrics ins Booklet packt. So sieht das aus. Das hat man hier wirklich Track für Track durchgezogen. Contra K wird ja immer mehr zu tätowiert, also sein Kopf ist hier um einige Tattoos reicher geworden. Weitere Aufnahmen, weitere Texte. So sieht das aus. Also sehr textlastig dieses Booklet. Und dann haben wir hier zum Abschluss noch die Albumcredits und Contra K mit seinem oder mit einem seiner Hunde. Jawohl. So. Dann haben wir hier noch die diversen Herrschaften an einem, was wird das sein? Sieht so aus wie ein Starkstrommast oder irgendein Hochbau in schwarz-weiß. So, CD Nummer 1 auf der linken Seite sieht so aus. Auch hier wieder in dieser Benzinoptik. Es glänzt hier so in diversen Farben. Dahinter ist alles in schwarz. Dann haben wir die CD 2, die ist ebenfalls in dieser Benzinoptik, auch wenn sie sich unterscheidet, also ist etwas anders eingefärbt als die CD1, aber trotzdem beides in dieser Benzinoptik. Dann packen wir auch das Booklet mal wieder rein, wenn es denn geht. Gar nicht so einfach. Eieiei. So, aber jetzt. Eine Autogrammkarte haben wir, wie gesagt, auch dabei. Die sieht so aus. Contra K hier auf so einem Regiesessel. Contra K Unterschrift in schwarz. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tourdates zur letzten Wölfe-Tour von Contra K. Die läuft hier 2019 und 2020. Hier habt ihr die Tourdates. Jawohl, er kommt auch im August nach Wien. Sehr schön. Dann haben wir ein Handtuch. Der ein oder andere wird sich noch erinnern, es gab schon mal ein Handtuch in einer Contra K Box. Das war im Jahr, lasst mich nicht lügen, ich glaube 2015.
Und zwar war das dieses hier, ein Loyalhandtuch in Rot und Weiß mit diesem klassischen Logo, mit diesem Wolf, ihr kennt das. In Rot und Weiß, also so Wende, Format, Wende, Design, auf der einen Seite Rot-Weiß, auf der anderen Seite Weiß-Rot. Und ich glaube, jawohl, genauso wurde das hier umgesetzt, allerdings in Weiß und Schwarz. Und man muss auch sagen, dieses ist etwas kleiner als der Vorgänger. Wir haben hier ein schwarz-weißes Handtuch und das Ganze ist dann hier im Querformat gestaltet. Hier haben wir den Schriftzug Loyal und das Ganze dann natürlich noch hier auf der Rückseite sichtbar. Und wir haben hier auch noch einen Einnäher, Contra K lesen wir hier. Das Ganze ist 100% Baumwolle und ist von Merch Factory GmbH. Okay, jawohl. Gefällt mir gut, rein vom Design her. Jetzt habe ich schon zwei Contra K Handtücher fürs Training, einmal schwarz-weiß und einmal rot-weiß. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier eine Umhängetasche. Gab sie auch schon von Contra K, allerdings dürfte das wohl mit Abstand die hochwertigste sein. Wie auch schon dieses Handtuch ist das hier in schwarz-weiß designt. Wir haben hier wieder den weißen Loyal-Schriftzug aufgedruckt, hier dann noch Contra K zu lesen. Dann hier ein Fächlein mit einem silbernen Reißverschluss. Ah, okay, der ist hier irgendwie halb geöffnet gewesen. So, jetzt haben wir mal ganz aufgemacht. So sieht das aus von innen. Also das hier so ein kleines Fächlein, das ihr mit Reißverschluss zumachen könnt. Dann haben wir oben ein großes Fach, ebenfalls mit Reißverschluss. So sieht das aus. Dann haben wir hier noch so ein kleines separates Fach und auf der Innenseite dann nochmals ein Reißverschluss. Das ist echt eine Menge. Und auch hier haben wir wieder das Problem, dass der Reißverschluss so halb geöffnet war. So, aber jetzt hier gibt es dann auch nochmal ein kleines Fächlein, separat verschließbar. So. Das Ganze ist dann hier auf der Innenseite mit seinem speziellen gelöcherten, perforierten Stoff ausgestattet, das wahrscheinlich nicht ganz so schwitzt auf der Haut. Dann hier entsprechend links und rechts vernäht, auf der Vorderseite sowie auch auf der Innenseite. Und dann haben wir hier einen Stoffgurt, einen Stoffträger mit LYL, also loyal hier durch und durch. Das Ganze schließt sich dann hier mit dieser Plastikschließe. Hier kann man es dann auf und zu machen. Und darüber hinaus haben wir dann natürlich auch noch hier diesen Metallriemen, dieses Metallteil, mit dem wir dann die Größe entsprechend anpassen können. Also, ob ihr das dann um den Bauch, um die Hüfte oder auch ganz locker irgendwie um die Schulter tragt, ist natürlich dann euch überlassen. Rein vom Design her gefällt mir die richtig gut. Die Form ist jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so mein Fall. Aber rein von der Qualität her kann man die, glaube ich, auf jeden Fall tragen. Jawohl, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Bauchtasche bzw. Umhängetasche. Dann haben wir hier das Handtuch in Schwarz und Weiß. Die unterschriebene Autogrammkarte. Sowie natürlich das Album an sich. Sie wollten Wasser, doch kriegen Benzin mit insgesamt 20 Tracks. Die kommen hier auf zwei CDs verteilt in diesem Digipack. Jawohl. Das alles in diesem wunderbaren Kanister bzw. dieser wunderbaren Box. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Contra K unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.